Willkommen bei Valeria. Willkommen zum Film, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße euch total und recht herzlich und habe euch schon mal gesagt, man könnte mit dieser Maske von Kylo Ren ins Kino gehen und sich einen Film ansehen. Richtig, das geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme gerade soeben aus Valerian und habe natürlich nicht diesen Helm auf, sondern diese 3D-Brille. Diese 3D-Brille passt perfekt unter jeglicher Maske. Ob ich jetzt eine Revan nehmen würde oder halt jene dort. Beides würde passen und beides könnte man, oder alle drei Masken oder auch eine Stormtrooper-Maske, könnte man mit dieser 3D-Brille, so diese hier von Kylo Ren ist am bequemsten, könnte man im Kino sitzen und sich den neuen Episode 8 Spielfilm anschauen. Episode 8 Star Wars. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte, ich war bei Valerian. Ich war in einem ganz anderen Film, der schon 1962 als Comic gegeben hat. Ein französisches, europäisches, ein Film, der superlative 180 Millionen hat er gekostet. Nun denn, wollen wir darüber sinnen, über Valerian oder Star Wars Episode 8? Gut, wenn man sich Valerian angesehen, ich komme gerade wie gesagt aus dem Kino, eine Karte habe ich irgendwo noch rumliegen, aber ihr könnt mir glauben, dass ich da gerade drin war. Ich habe auch diese Brille hier, ich werde sie jetzt mal tauschen mit der anderen Brille, damit ich euch sehen kann, sonst sehe ich nichts. So ist das nun mal. So, jetzt sehe ich auch euch in dieser Kamera und ihr seht natürlich die ganze Zeit mich. Es geht um Star Wars, es geht um allgemein und diese Sendung wird diesmal komplett anders sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man ist in einem Fachgeschäft, einem richtigen Fachgeschäft, und in einem richtigen Fachgeschäft fragt man nicht, ob derjenige welche ein Fan wäre. Möge sein, dass er ein Fan ist, ich bin ein Fan, mag sein, bin aber hier in einem Fachgeschäft und das sagt das Wort Fachgeschäft. Wenn drei Spielwarenfachgeschäfte um mich herum geschlossen haben, fragte ich natürlich nach dem Grund. Der Grund war, dass Menschen gekommen sind mit ihrem Smartphone, haben sich neben die Ware gestellt, haben die dann im Smartphone und haben gesagt, weißt du was, dann kriege ich da und da billiger und sind dann wieder gegangen. Solche Einzelhandel-Fachgeschäfte sterben, wenn wir so weitermachen. Wir sollten Einzelhandel-Fachgeschäfte nicht sterben lassen. Das ist jetzt ein Appell. Dieses Video möge ziemlich lange laufen und möge auch Zuspruch bekommen. Auch wenn ich hier die Raute mache von Frau Merkel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wohin mit meinen Fingerchen. Ich kann höchstens nochmal hergehen, euch Valerian zeigen. Ich zeige euch jetzt, während ich spreche, euch hier nochmal Valerian, wo ich gerade drin war. Der Film war sehenswert. Wir können darüber philosophieren, wie der Film euch gefallen hat. Der Film hatte natürlich nichts mit Star Wars zu tun, aber man kann Parallelen ziehen, wenn die Roboter da anfangen, alle umzunieten. Alle, wohlgemerkt, ob Freund, ob Feind. Das war, nicht wahr, 66. Die Order 66, aber die grausamste, die war Order 38, 37 und so weiter, die aber sehr selten gezogen wurden. 66 ist uns bekannt, da wurden auch alle getötet, ob Freund, ob Feind. Das war bei Valerian auch der Fall. Gut, das war nachher ein Liebespaar, kann man jetzt halten, wie man will, aber ist halt so. Es war natürlich ein starker Film, 180 Millionen in der Tricktechnik, war also sehenswert, war okay. Junge Leute, natürlich sehr junge Leute, die da kämpferisch, weil sie ja nun mal Soldaten waren und beziehungsweise Soldaten sind, sind sie natürlich da durchmarschiert. Ist natürlich eine erstklassige Comic-Geschichte, die da vollzogen wurde. Ich habe beim Rausgehen des Kinos, habe ich dann gehört, die haben gekupfert. Natürlich haben die nicht gekupfert. Das ist nun mal eine Geschichte, die 1962 schon im Comic losgerauscht ist. Ist schon eine lange Zeit, gibt es diese Comics. So,
wie gesagt, der Franzose hatte mehrfach den George Lucas angerufen bzw. angeschrieben, hat aber nie eine Antwort bekommen, weil er, wie gesagt, bei Star Wars im Kino saß und dann die gleichen Parallelen zog, wie jetzt einige jetzt sehen. Mag alles stimmen, irgendwo muss ja ein Märchen herkommen. Aber hier, also dieser Film, war halt mit diesen Welten mehr angesiedelt, überall gezogen und zusammengesetzt, aber eine wunderbare Geschichte draus geworden. Sind halt Soldaten, die ihre Arbeit nachgehen, halt im Kosmos und somit Sci-Fi. So, jetzt springen wir aber von Valeria. Valerian, boah, ich komme nicht, ja, okay. Sie ist einmal Valerian und Valeria, die beiden Hauptdarsteller da, die halt in Valerian ihren Film, beziehungsweise im Film, dann ihre Handlungen vollziehen. So, wir sind jetzt hier im Cosplay-Bereich von Kylo Ren und Rivan und die Ritter von Ren, beziehungsweise könnt ihr jetzt die Maske nehmen für jegliche Art von Star Wars. So, die Sachlage ist doch die, dass Science Fiction ist und Science Fiction bleiben sollte. Unsere Sendung bezieht sich heute mal aufs Allgemeine, aufs Reale. Wir gehen jetzt nicht in die Filmbranche, wir gehen jetzt gleich in die sogenannte Merchandising-Ecke. Wir sind hier jetzt in der Merchandising-Ecke und ihr seht auch noch ein Stück vom Studio. Und darum sage ich, komm, fahren wir die Kamera mal hier hin, nehmen wir das Studio weg und bleiben hier in der Merchandising-Ecke, in der sogenannten Star Wars Lounge. Die Star Wars Lounge ist erfunden worden im Jahre 2010. Und dann kam ja der Schock 2012, Star Wars ist verkauft worden. Da war das natürlich zu Ende mit Star Wars. 2015 war man dann in Episode 7, es war überfüllt. Und man kam wieder ins Gespräch. 2016 kam Rogue One und dann kam auch die große Convention in England. Und man war regelrecht angefixt. Auf die Karte komme ich gleich. Und zwar komme ich auf Rupert Schneider. Wir bedanken uns bei Rupert Schneider für seine sensationellen Art-Color-Bilder, die er immer noch zeichnet und wo man die auch immer noch beziehen kann. Bei Rupert Schneider. Rupert Schneider war heute auch in Valeria, in dem Film. Ich habe noch nicht mit ihm diskutiert, weil er jetzt noch im Film verweilt. Ich war schon ziemlich früh in diesem Film, um frisch aus dem Kino diese Sendung heute zu machen. Und ich habe mir gerade frisch, wirklich frisch, die Bilder gezogen. Auch die Parallelen, ich habe keine gefunden da in dem Film. Natürlich kann man die Order 66, habe ich auch vorhin schon erwähnt, beziehen, wie halt alle nieder. Ich habe das alles noch nicht so begriffen, das ist alles noch zu frisch, ihr müsst das alles noch nachlesen. Bin also unbedarft ins Kino gegangen, habe mich nicht vorbereitet, ich wollte einfach mal einen Genuss haben. Weil bei Star Wars bin ich immer vorbereitet, wenn ich hineingehe, ob ich jetzt nur mit Helm reingehe und mit meiner 3D-Brille oder halt die Sendung versuchsweise perfekt in Szene zu setzen. So, diese Sendung ist jetzt eine Abschiedssendung, weil sowas lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr, ein Fachgeschäft zu haben, ein Fachgeschäft zu führen mit Figuren. Wir bleiben natürlich immer noch weiterhin in unserer Dienstleistung. Wir bieten weiterhin unseren Kunden demnächst sogar mit der Telekom zusammen 54-Bit Straßen, also Hightech vom Feinsten. Und das bleibt auch so in der Fotobranche, im Film, also im Film-Fotobereich und natürlich auch im Copy-Bereich. So, dass diese Lounge noch existieren wird, ist klar. Die war angedacht, um die Figuren, die hier verweilen, zu verkaufen. Lohnt sich aber nicht mehr, weil, wie gesagt, die Jugendlichen von heute fragen, bist du Fan?
Ey, du hast aber unheimlich viele Püppchen. Püppchen. Ja, recht haben sie. Es sind Püppchen. Aber wenn ich so bedenke, dass er hier fast einem nachgeworfen wird. Er hat mal 39,95 gekostet. Ja. Captain Cassian Andor hat mal 39,95 gekostet. Kostet jetzt bei Amazon 13,90 €. Das heißt also, wir schmeißen mit der Figur 20 € hinterher. Wir verschenken die Figur für 13,90 € dank Amazon, tun noch 20 € bei, weil wir haben die für 39,90 € damals einkaufen können. Weil der Großhändler, mittlerweile macht es keinen Spaß beim Großhändler einzukaufen, da gibt es so Figuren wie das ist ja diese besagte Figur mit R2-D2 mit Yoda zusammen und ihn halt auch nochmal als Geist-Yoda auch nochmal dabei. Ja, kostet jetzt mittlerweile, wenn man Glück hat, 49,95, 56, 20, wurde aber im EK schon für 59,95 angeboten. EK zum Einkauf. Also die Figur wird für 60 € eingekauft. Bei Amazon wird sie dann plötzlich für einen Tag für 43,95 € angeboten und so weiter und so fort. Hin und wieder passiert es, dass Figuren, die jetzt, sagen wir mal, für 16,95 € angeboten werden, 2-3 Monate dann 32,95 € kosten. Kann also auch passieren. Bei Amazon ist das immer so eine Sache. Gut, also auf Deutsch Schnäppchen. Es werden nur noch Schnäppchen gesucht. Deswegen lohnt es sich nicht. So, die Figuren bleiben weiterhin, wie gesagt, hier stehen. Das ist auch Limited Edition. Davon gibt es auch nicht allzu viele. Aber die Interesse ist nicht allzu hoch. So, für die waschechten Fans, die halt nur Fans sind, also keine Unternehmer sind, die kein Unternehmen haben, die sich auch nicht auf diese Ware, für uns ist das Ware, die wir gerne verkaufen möchten, versteht sich nach einem gewissen Plan, aber der Plan hat sich wohl erledigt, weil gestern kam die Sendung quer aus München. Die Sendung quer aus München, gerade so eben noch einen Twitter bekommen von Herrn Seehofer, CSU, der spricht gerade da, was er für Bayern nicht alles tun will und was er für München nicht alles tun will, haben wir in Nordrhein-Westfalen nichts von. Wenn Herr Seehofer da jetzt gerade da herum twittert, schön für ihn, er hat sogar eine Twitter-Sendung geschaltet, eine Live-Sendung. Ich habe 3 verschiedene Twitter von ihm gerade bekommen, von Herrn Seehofer, CSU, der gerade so eben, während diese Sendung aufgezeichnet wird, live spricht in München. In der Öffentlichkeit, weil er für die Öffentlichkeit ist ja Wahlpropaganda, im September wählen wir. So, ich bleibe weiterhin bei Rupert Schneider und seinen Bildern, die er wunderbar gemacht und die er uns vor Monaten schon mal zur Verfügung gestellt hat. Wir bleiben auch noch bei den Walt Disney Figuren, die immer noch sehenswert sind. Aber wie gesagt, Figuren einkaufen, um sie zu verkaufen, das bringt nichts. Gut, wenn jetzt Kunden fragen, sind sie Fan, werden wir ab sofort sagen, jo, wir sind Fans. Ne? Wir sind Fans, wir nageln uns die Dinger hier an die Wand, weil wir Fans sind, wir finden das toll in einem Fachgeschäft, ist klar. So, in der Wohnung, wenn man in eine Wohnung geht und sagt, ey, bist du ein Fan, dann bin ich gerne bereit zu sagen, jo, ich bin ein Fan, weil wenn die Wohnung voll ist mit Figuren aller Art, ist man halt Fan von Figuren aller Art. So, wir sind ab sofort Fans von Star Wars, wir sind ja auch Cosplayer, ich spiele ja auch den Captain Rex, könnte ich jetzt auch gleich mal testen, ob unter der Captain Rex Mütze, ja, Helm, die 3D-Brille funktioniert. Ihr seht, ich kann euch diesen Helm nicht empfehlen, im Kino jetzt zu sitzen mit der 3D-Brille. Ich ziehe ihn ja gleich aus und dann könnt ihr ja sehen. Er ist ziemlich eng, also die Kylo Ren-Maske, die ist also 10-mal besser, das macht Spaß. Also die ist zu eng, für die 3D-Brille, aber als Captain Rex nimmt man ja jeden Schmerz auf sich. Und die Luft darunter ist auch ein bisschen, ich meine, im Winter ist ja auch die Heizung an im Kino. Also wenn er jetzt diesen Helm aufzieht mit der 3D-Brille,
wird das ein ganz schön eng, aber es geht ja darum, als Cosplayer, ob man nicht vielleicht im Kino man kann ja auch mit der Maske von mir aus in einem 2D gehen, aber die ist ziemlich nicht so gut, also die tut ziemlich weh. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier am Plastik liegt. Die ist nicht so gepolstert wie die Kylo Ren. Kylo Ren hatte richtig schöne dicke Polsterungen und machte Spaß. Die, wie gesagt, könnte man aufsetzen. Die könnte man aufsetzen und damit ins Kino gehen. So, die andere, wie Revan und die andere Maske, die ist ziemlich spack auf den Backen. Also die würde ich dann auch nicht so empfehlen, da mit der 3D-Brille. Man könnte höchstens die 3D-Einheiten hier einarbeiten, dann ginge es. Aber wie gesagt, der Helm tut weh, er schmerzt. Also es kann sein, dass es jetzt hier, wir hatten einige Jugendliche, die den unbedingt tragen wollten und somit haben wir das eingestellt. Kann sein, dass das jetzt nicht so gut eingestellt war, weil es ziemlich weh tat. Jo. Also jedenfalls das Experiment empfehle ich nicht so. Also ansonsten gut auspolstern, die 3D-Brille hier einarbeiten. Dann könnt ihr damit auch ins Kino gehen und den Film Star Wars genießen. Mittlerweile kommen ja ein paar Replays. Terminator in 3D kommt jetzt auch wieder. Den kann man ja mittlerweile für 29,90 auch bei Amazon kaufen. Ja, haben wir auch schon vorbestellt. In Remastered 4K wird er, also in Remastered 4K 3D wird halt auch Terminator wieder im Kino sein. Und jetzt haltet euch fest. Ja, ja, richtig. Es kommt wieder noch ein Film Remastered in 4K ins Kino 3D. Das fünfte Element. Das fünfte Element. Darüber könnten wir sprechen. Denn die Sendung wird sich mehr jetzt über Filme orientieren und nicht mehr an Figuren, die eh nur bei Amazon gekauft werden und nicht mehr in einem Fachgeschäft. So, es kommen also Replays, es kommen also uralte Filme, 20 Jahre alte Filme in 4K. Entschuldigung, irgendwie. Also es kommen 4K-Filme ins Kino und wir sollten uns fragen, ob das wirklich 4K ist oder ob das irgendwie gepusht ist. Hauptsache man will wieder Geld machen. Das fünfte Element und Terminator 2 in 3D kommt also wieder ins Kino und man kann diese Filme also auch schon bestellen für 29,95, wie besagt. Man kann auch Terminator für 150 bei Amazon bestellen mit dem Originalarm von Arnold Schwarzenegger als Terminator, so und so viel, der hat eine gewisse Nummer, ne? T-100, wenn mich alles täuscht, oder so ähnlich. Wie gesagt, ich komme frisch aus dem Film und habe mich jetzt nicht vorbereitet, wollte an sich mal mit euch diskutieren, deswegen dieses Video mal ins Leben gerufen, um mit euch zu diskutieren über Star Wars, ob das wirklich eine Anlehnung ist aus anderen Filmen oder ob Star Wars wirklich einzigartig ist. Wenn man sich Valerian anschaut, könnte man sagen, okay, kann man jetzt oder kann man sein lassen. Man kann den Film einfach nur genießen, nicht dran denken an Star Wars. Man kann den Film in eine Schublade packen von Sci-Fi, wie andere Sci-Fi-Filme auch. Somit würde das alles passen. So könnte man diese Sendung heute mal beschreiben. Wir wollen heute einfach mal über den Niedergang des Einzelhandels sprechen. Nur Figuren in einem Spielzeugwarenfachgeschäft lohnt sich nicht mehr. Amazon verdient 154 Euro alle 15 Sekunden, der Chef von Amazon. Wir gratulieren ihm. Wir verdienen jetzt hier gar nichts daran, außer Häme vielleicht, weil einige sich echauffieren, weil ich gerade gehustet habe oder weil ich Valerian nicht richtig ausgesprochen hatte oder Krieg der Sterne, Star Wars und so weiter und so fort, weil die Häme ist ja schneller wie an sich der Sinn. Der Sinn einer Sendung ist, mal darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich? Wollen wir eine Schnäppchenwelt? Denn so eine Welt, die uns da vorgetragen wird im Jahre 2020, wird wohl nicht stattfinden. Auch nicht bei Valerian. Ja? Und bei Star Wars schon mal gar nicht. So, es werden auch keine Raumstationen sicherlich gebaut werden. Wenn man Glück haben auf dem Mond, aber die Holländer wollen ja sofort zum Mars. Never come back. Das heißt also, wir fliegen alle zum Mars. Ja, und kommen nie wieder. Und wir kennen alle den Spielfilm der Marsianer mit McDame. Und
so wie er da, wird das wohl nicht klappen, das Ganze. Aber egal, einige sind halt schwer unterwegs, einige leben mittlerweile im Realen, im sogenannten Replay-Modus oder Sci-Fi-Modus. Dann gibt es auch noch die Cosplayer, die waschechten Cosplayer, da wurde auch schon getwittert, ein waschechter Cosplayer von heute ist eine waschechte Hure, die sich anbietet, da hat es auch richtig Ärger gegeben, denn eine gute Cosplayerin hat das so mal bei einem Convention mal losgelassen, sie hat sich beschwert, dass einige sich doch anbieten und auch sehr horrendes Geld nehmen, wenn solche Herrschaften dann erscheinen. Es ist schon richtig, dass es auch Vereine gibt, die wirklich nur aufs Geld achten, nicht auf die Person, die auch den Leuten gar nicht helfen, sondern sie müssen es alles selbst machen. Zum Beispiel, sowas gibt es auch. So, alles ist im Nach, also es sinkt alles. Es ist also kein Hype da. Ein Hype der 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, der Hype ist irgendwo nicht gegeben. Auch bei 3D nicht, meine lieben Freunde. Wir sehen hinein, nicht hinaus. Also es ist kein Effekt, auch hierbei, bei Star Wars gab es keinen Effekt, wo man machte oder so. Nein, gibt es nicht. Deswegen wurden ja jetzt auch die gewissen Rüttelstühlchen erfunden, damit man für teures Geld, also ich war jetzt im hinteren Bereich, für 15 Euro. 15 Euro in der Mitte, ich hatte großes Glück, ich habe nichts gesagt, aber er hat mich voll in die Mitte gesetzt, das fand ich sehr toll. Er hat mich halt in die Mitte gesetzt, das finde ich sehr gut von ihm und ich hatte den Film genossen. Ich war im Cinemax, Rhein-Ruhr-Zentrum, Kollegen wissen Bescheid, wovon ich jetzt rede. Große Beinfreiheit, man konnte da also wirklich sitzen. War ein sehr kleines Kino, war nicht das große Kino, okay, die Leinwand war auch ziemlich klein, auch okay. Aber wie gesagt, man sieht damit nur nach innen, nicht mehr nach außen. Ich vermisse IMAX der alten Zeit. Ehrenwort. Ich vermisse auch das 3D der 60, 70 und 80er Jahre. Egal, es wird jeden Tag was Neues. Wir nehmen das einfach an. Wir rennen mit unseren Smartphones durch die Gegend. Wir finden Apps super. Wir finden Einkaufen bei Amazon super. Wir kaufen nur noch bei Amazon Fachgeschäfte, die sterben und eines Tages zieht irgendwann mal jemand den sogenannten Energiestecker und dann war es das mit Amazon. Dann könnt ihr dann nämlich nicht mehr einkaufen. So einfach ist das. So, ich hoffe, dass die Einzelhandelgeschäfte irgendwann mal zurückkommen oder dass sich auch die Jugend sich daran erinnert, dass man in so einem Fachgeschäft doch eher was bekommt fürs Geld, wie jetzt nur bei Amazon. Gut, wenn man ein Schnäppchenjäger wird, wenn wir eine Schnäppchengeneration werden, müssen wir da durch. So einfach ist es. So, das war es jetzt hier über die Helme. Und mal schauen, was ich noch zu sagen habe. Über die Helme, über das Thema wurde lang genug jetzt gesprochen. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch eine Broschüre, die Rupert Schneider mir damals zukommen lassen. Rupert Schneider macht Art Gallery, macht Art. Vielleicht macht er jetzt sogar, wenn er frisch aus Valerien rausgekommen ist, solche fantastischen Bilder. Jetzt hat er erstmal Star Wars gemacht. Vielleicht kann sich Valerien, vielleicht auch Avatar, soll ja demnächst wieder kommen. Und wir haben also genügend Sci-Fi-Filme. Ich persönlich bin kein Freund mehr vom Kino. Weil erstens mir zu voll, zweitens das Geschmatze von links und rechts. Ständig steht einer auf, geht auf Toilette oder sonst wohin, ja. Oder er ist riesig, da muss man, ihr wisst Bescheid. Also ich bin kein Freund von Kino, ich habe ein eigenes Kino, 21 Quadratmeter. So, diesmal wollte ich aber nicht wegen dieser Sendung warten. Ich warte immer, bis ich in 6 Monaten, wenn ich Pech habe, in 8 Monaten den Film dann erhalte in Blu-ray. Und ich schaue mir dann halt auf 7.1 Dolby Surround auf Riesenleinwand selber an, in Ruhe, ja, ziehe mir auch meine 3D-Brille an oder ich sehe in 2D, je nachdem wie ich Lust und Laune habe und dann diskutieren wir meistens auch schon darüber, wie wir den Film fanden. Diesmal wollte ich halt eine Sendung machen, weil wir das große Sommerloch haben, abwägen, weil ich gelesen habe wegen Star Wars und wegen Valerian und dass das alles ein und dasselbe ist. Könnte man so sagen. Ein und dasselbe spielt halt im Raum. Ja? Und es sind auch Spezien dabei, die da gewisse
und es spielt auch so eine Art Order 66. Leider nicht als Kommando, sondern vernichtet sie alle. Und dann haben die auch zick umgeschaltet und Gas gegeben. Ne? Ja, die Kybernauten sozusagen. Die Androiden und so weiter. Es gab da also keine Parallelen, es liefen also keine kleinen Androiden. Ne? Es war höchstens ein kleines, wunderbares Wesen, das alles reproduziert, was man ihm zu essen gab. Und ja, und somit war der Faden dann gesponnen. Die Vernichtung des Planeten spielte natürlich mal wieder im Agentenmodus, im kriegerischen Modus, im Soldatenmodus und dann ist halt immer dasselbe. So, aber wie gesagt, die 180 Millionen waren okay. Ich freue mich jetzt schon, ich habe mich schon vorbestellt, dass ich diesen Film dann, wie gesagt, in 6 Monaten nochmal sehen kann, wenn ich Glück habe, ja auch nach oder sogar vor Weihnachten, wer weiß. Ich versuche jetzt auch an die Figuren zu kommen, die dann irgendwann mal in die Kamera zu halten, wenn das gute Figuren sind. Wie gesagt, man kann nicht alles bei Amazon kaufen, weil manche Preise sind ja ziemlich teuer. Dann kauft man die dann lieber doch beim Einzelhandel Einkauf, beim Großhandel Einkauf für den Einzelhandel, für den Wiederverkäufer. Dann macht es wieder Sinn, das Ganze. So, im Moment macht es keinen Sinn hier, das ist alles unsinnig. Wir hatten reichlich viel Spaß zur 40-Jahr-Feier von Star Wars an die Figuren zu kommen, die jetzt schon wieder um die Hälfte gesunken sind. Wir haben über 300 Euro ausgegeben, jetzt mittlerweile gibt es sie für 120 Euro weniger und so weiter. Aus der Episode 7, aus der Episode Rogue One sind die Preise gefallen. Einige Schätzchen sind natürlich immer noch fest. Also der Revan zum Beispiel, 6 Inch, kam ja 157 Euro. Gott sei Dank haben wir die nicht für 157 Euro gekauft, sondern auch bei Amazon für 57,95. Somit bleibt der an der Wand hängen. Die bleiben jetzt alle an der Wand hängen, weil wir sind ja Fans. Und Fans geben ihre Ware nicht ab, sondern Fans kaufen halt noch mehr Ware, um die dann irgendwann mal noch mehr auszustellen und noch mehr Spaß daran zu haben. Denn verkaufen als Händler lohnt es sich nicht. Ja, bei Rewe, bei Real und Toys R Us schmeißt ihr ja auch zwischendurch raus und natürlich Amazon. Amazon haut die Preise raus oder hat manchmal Fantasiepreise von Sachen, da fragt man sich auch, was soll das? Ne? Aber egal. So, meine lieben Freunde, ja, die Scarabs zum Beispiel. Die Scarabs habe ich alle wunderbar für 39,95 verkauft und jetzt möchte ich gar nicht mehr, 59 Euro kosten Scarab, Stormtrooper, ja, also, oder Black Trooper, ja, die sind auch günstig, also so teuer ist ein Black Trooper, Death Trooper ist da nicht so teuer. Ja, dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich möchte mich aus dieser Serie jetzt erstmal verabschieden. Wir haben das große Sommerloch. Filme, über Filme diskutieren können wir machen andere genügend. Brauche ich also nicht. Ich freue mich einfach, wenn ihr vorbeikommt, euch sehen lasst, wenn wir darüber sprechen können, wo ihr gerade wart oder was eure Sache macht. Wie gesagt, wir brauchen an sich nur Darth Maul. Günstig. Darth Vader günstig und die gesamten Stormtrooper günstig und schon würde der Rubel rollen. Aber das klappt ja leider nicht, dank Amazon. Na? So, das ist jetzt kein wehleidig, aber ich merke um mich herum, die sterben da alle, machen ihre Läden zu. Und ja, wir brauchen hier halt die Lounge, um darin arbeiten zu können. Das ist unsere Arbeitsecke hier, damit wir solche Filme drehen können, so wie diese Serie jetzt hier gelaufen war, zur Star Wars Lounge. Star Wars Show, wie gesagt, seit 2010, Film, Figuren und Theater. Ja, ich werde irgendwann mal nochmal zum Star Wars Museum fahren und ihm mal heimlich fragen, komm, sag die Wahrheit, läuft es oder läuft es nicht. Die Ausstellung ist super, hier könnt ihr ja kostenlos euch die Sachen ansehen, hier könnt ihr kostenlos die Figuren anschauen, hier könnt ihr auch kostenlos die Cosplay-Sachen anschauen, dafür wird kein Geld genommen. Wir haben natürlich sehr viele Unikate, die es nur einmal gibt, die es nur hier gibt, weil die nur für hier hergestellt worden sind. Die hat so keiner. Hier zum Beispiel Leia oder Anakin, ja, oder Snowtrooper, also als Bilderrahmen bzw. als Wandschmuck. Ja.
Wir haben also viel Wandschmuck, die es nur hier gibt, die nur für hier. Wir bedanken uns nochmal bei Rupert Schneider, der uns auch einige Sachen hat zukommen lassen für diese Sendung und auch die Bilder. Manche kommen rein, ey, das Bild kannst du mir geben, das sieht ja klasse aus. Ne? Ist klar, aber verschenken einfach so geht nicht, es kostet alles Geld und nur verschenken kann man als Unternehmer sein Geschäft leider nicht führen. Das geht nicht. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt diesen Beitrag mal wieder genossen. Wir können darüber sprechen. Ja, wir sind Star Wars Fans. Und wir sind Verkäufer dessen, was Figuren wir so benennen. Ob das nun Marvel ist oder sonst wie. Wir besorgen euch alle Figuren, wenn ihr sie haben wollt. Wir haben ja auch, wie gesagt, Figuren mit dem Film zusammen. Wir sind so eine Art Giftbox, also eine Geschenkeabteilung. Das ist so eine Art Geschenkeabteilung, um, sagen wir mal, irgendeinem Enkelkind hier live eben mitzunehmen. Ich hatte hier gerade Besuch gehabt, die drei Sachen sofort mitgenommen haben, ohne zu fragen, wie teuer das ist. Ja, und dann war die Sache erledigt. Sowas gibt es natürlich auch. So, diese drei Figuren sind weg und die kommen nicht wieder, weil ich gerade bei Amazon gesehen habe, ist ja viel zu teuer. Ja, also ich habe die für wenig Geld abgegeben und wenn ich sie kaufe, müsste ich jetzt das Dreifache drauf tun, um sie wieder hier haben zu können. Und wem soll ich sie anbieten? Mir selbst oder was? Nee. Okay, meine lieben Freunde, macht's gut. Mal gucken, wie wir an die neue Sendung herangehen, weil diese Sendung, Star Wars Show und so weiter, die machen andere, sie sprechen darüber, sie denken und arbeiten. Und arbeiten sich hinein in die Fantasie anderer, in die Dramaturgie von LucasArts und Lucasfilm. Ja, und alle die Rebels-Hersteller, also alle, die dafür zuständig sind, gehen die Fans hinein und interpretieren eine unheimliche Menge dessen, was man da vielleicht hineininterpretieren könnte, wie wir jetzt hier nochmal auf Rupert Schneider sprechen, ne? Also dem Lego, das in Nürnberg auch noch ausstellt. Und wie gesagt, ihr könnt die Sachen für euch auch privat haben. Es sieht einfach nur klasse aus, solche Unikate. Also es sieht klasse aus. Die Leute schauen und dann war es das. Ja, und dann kommt so ein Spruch. Sind Sie Star Wars Fan? Sie sind nur ein Star Wars Fan. Ne? Wow.